Willkommen zurück zu Let's Play Soulriver 1. Zum wahrscheinlich letzten Part, wo ich jetzt hier erstmal nochmal speichern werde. Ob ich eben vergessen habe. So, wir machen uns jetzt auf den letzten Abschnitt hier. Gucken, was so alles hier kommt. Denn ein bisschen was kommt noch. Hier, ein paar kleine Häppchen noch. Was ist das denn hier? Was ist jetzt Ankunft in der Unterwelt? Meine Ankunft in diesem elenden Zeitalter. Was sind das nun wieder für Tricks? Dies ist keine Illusion, Raziel, sondern ein Blick auf die Ströme und Wirbel der Zeit. Ja. Aus irgendeinem Grund wird das dann mega laut. Vielleicht muss ich die Dinger hier stückeln, damit ich euch das leiser machen kann. Ein nächstes Bild. Bild, als das Soulriver zerbrach. Diese Erscheinungen quälen mich. Wurde denn all dies vorhergesagt? Ja. Quasi. Wenn es mal witzig oder seltsam, dass das Spiel dann kurz rauskappt. Deswegen muss ich mir hier immer merken, in welche Richtung ich laufe. Bisschen verwirrend. Hier sieht man übrigens etwas, was man später häufiger sehen wird. Und ich glaube sogar mit einem Symbol, was wir im dritten Teil wiedersehen werden. Man kann es jetzt hier relativ schwer erkennen. Aber ich glaube... Du, such deine Wach. Aber es sieht auf jeden Fall aus wie eines der Reaver-Symbole. Sicher bin ich mir natürlich nicht. Und das Bild hier zeigt auch einen frühen Vampir, würde ich sagen. Zumindest wenn man die anderen Teile kennt, könnte das darauf schließen. Auch das wurde vorhergesehen. Unmöglich. Das muss eine von Kains Täuschungen sein. Ah, das ist mein Stuhl, der diese Geräusche macht. Ich verwirre mich schon die ganze Zeit. Jeder das... Das Bild. Noch einmal. Mal sehen, was wir jetzt sehen werden. Okay. Eine Szene, die wir noch nicht gesehen haben. Bei diesen Bildern kommt mein Verstand ins Wanken.
Steht dieser Kampf unmittelbar bevor oder ist er Jahrhunderte entfernt? Man weiß es nicht. Jetzt ist es echt selten, dass man wirklich kurz raustappt. Aber es ist, jetzt verpasst du wirklich nicht viel beim Rein- und Raustappen. Ich weiß nicht, ein oder zwei Szenen müssen noch kommen. Der eine auf jeden Fall. Das kann nicht sein. Was für ein Wahnsinn ist das nun wieder? Kain muss mich für sehr leichtgläubig halten, wenn er meint, ich glaubte diese Lügen. Wer weiß, was alles passieren wird. Alles ist möglich. Und doch auch wiederum nichts. Hier müsste irgendwo noch... Okay. Stimmt, das ist, glaube ich, jetzt die letzte Szene. Eine sehr interessante, wie ich finde. War ein... noch dunkleres Rot, noch dunklerer Reaver als der Feuerreaver. Ist dies ein Trugbild meiner Sinne oder Widerhall dessen, was noch geschehen wird? Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, das sollte quasi der Kain Reaver darstellen. Das eine war halt der Ariel Reaver, der eigentlich noch eine andere Bedeutung hat, glaube ich. Das andere müsste meist der Kain Reaver sein. Wir wissen nicht, was davon noch Wirklichkeit ist und was nicht. So. Jetzt muss ich aufpassen. Irgendwo. Ja, ich glaube hier. Der letzte Teleporter, ja. Allerletzte. Also eigentlich der Endkampf, der uns erwarten wird, ist eigentlich nicht schwer. Ist eigentlich nur nervig. Sehr nervig. Und wir werden Ewigkeiten brauchen. Ich glaube, ich habe es nur einmal relativ schnell geschafft und das war echt Glück. Viel Spaß. Das mich müde, ich rede so. Ich muss sagen, ich bin enttäuscht von deiner Entwicklung. Ich hätte dich früher erwartet. Sag mir, hat es dir etwas ausgemacht, deine Brüder zu töten? Hat es dir was ausgemacht, mich in den Abgrund werfen zu lassen? Nein. Ich habe an dich geglaubt. An deine Fähigkeit zum Hass. An deine selbstgerechte Empörung. Du lügst, alles kannst du nicht vorhergesehen haben. Die Ewigkeit ist unerbittlich, Raziel. Als ich mich vor Jahrhunderten zum ersten Mal in diesen Raum geschlichen habe, konnte ich die wahre Macht des Wissens nicht ermessen. Die Zukunft zu kennen, Raziel, zu sehen, wie sich ihre Pfade und Ströme in der Unendlichkeit verlieren. Als Mensch hätte ich solche verbotenen Wahrheiten niemals fassen können. Doch jeder von uns ist so viel mehr, als wir einst waren. Lass den Blick über die Ebenen der Möglichkeit schweifen und sag mir,
Fühlst du nicht mit ganzer Seele, wie wir Göttern gleich geworden sind? Und sind wir als solche nicht untrennbar? Solange auch nur einer von uns steht, sind wir Legion. Und wenn ich meine Kinder der Lehre opfern muss, ist dies der Grund, weshalb ich es mit reinem Herzen tun kann. Sehr poetisch, Kain, doch im Grunde nichts weiter als eine bequeme Rechtfertigung für deine Gräueltaten. In diesen Räumen erlangt Einsicht, wer geduldig genug ist, hinzusehen. In deiner Hast, mich zu finden, war dein Blick vielleicht nicht frei. Unsere Zukunft ist vorherbestimmt. Möbius erkannte meine schon vor einem Jahrtausend. Wir spielen jeder nur die Rolle, die das Schicksal uns bestimmt. Unausweichlich bleiben wir auf unseren festgelegten Pfaden. Der freie Wille ist nur Illusion. Ich war bei der Grabstätte der Seraphan, Kain. Dein schmutziges Geheimnis ist entdeckt. Wie konntest du einen Seraphan-Priester in einen Vampir verwandeln? Wie hätte ich anders handeln können? Man braucht seine Freunde, Raziel, und die Feinde braucht man erst recht. Verstehst du die absurde Schönheit des Paradoxes? Wir sind zwei Seiten derselben Medaille, Seraphan und Vampir. Beide führen wir heilige Kriege, streben besessen die Herrschaft über Nosgoth an. Wer sollte mir besser dienen als die, deren Leidenschaft alle Vorstellungen von Gut und Böse weit übersteigt? Die Blasphemie deiner Worte wird mir die Wahrheit nicht verhüllen. Die Seraphan wollten Nosgoth vor unseren verbrecherischen Taten retten. Mein Blick ist nun frei, Kain. Ich sehe nichts Edles in dem untoten Leben, mit dem du meinen Körper knechtest. Du hast vielleicht deine Vergangenheit entdeckt, doch du weißt nichts davon. Du glaubst, die Seraphan waren edel und uneigennützig? Sei doch nicht naiv. Sie verfolgten die gleichen Pläne wie wir. Du irrst in einem Labyrinth der Lügen umher, Kain. Diese Trugbilder und Omen. Was für ein Spiel ist das nun wieder? Das Schicksal ist ein Spiel, oder nicht? Und jetzt bin ich am Zug. Ja, und wie ihr seht, geht das hier genauso wie beim erstmal. Das einzige Gute ist, wir haben jetzt hier wir haben jetzt hier Lebensdingens, weil wir Kain halt nur mit dem Storyver verletzen können. Das ganze Ding hat allerdings drei Phasen. Das Schlimmste ist, find ihn mal. Man kann auch. Es kostet halt eine Zeit, die man auf gut Deutsch nicht hätte. Ich kann also quasi gar nicht richtig sterben. Quasi wieder nicht. Bleibt er gerade immer, ne? Ja. Zweite Phase. Also, dritte sind wir jetzt. Und die dritte wird sehr ätzend. Da darfst du jetzt wirklich mit Glück arbeiten. Ich wollte gerade sagen, man hört es ja.
Scheiße. Ich bin zu langsam. Ich bin einfach zu langsam. Warum? Er macht das nie. Ich versuch's trotzdem einfach. Mal. Ich versuch's einfach. Mehr als... Okay. Krieg ihn aber sowieso gerade nicht. Was zumindest wo ist, direkt vor mir. Okay, jetzt hinter mir. Kommt schon! Ja! Hättest mich um ein Haar vernichtet, Raziel. Doch hier und auf diese Art wird unser Spiel nicht enden. Das Schicksal verspricht noch weitere Wendungen, bevor das Drama sein Ende findet. Sei gewarnt, Raziel. Wenn du diese Schwelle überschreitest, bist du meinem Einflussbereich entzogen. Raziel, Erlöser und Vernichter, Marionette und Messias. Sei willkommen, zeitalterüberspannende Seele. Sei willkommen, dein Schicksal erwartet dich bereits. Wo Zeit nur eine Schleife ist, eine lose Masche im Tuch der Ewigkeit, kann ein Lenker eine Gelegenheit, einen verhängnisvollen Fehler für sich nutzen und so ganze Planeten ins Chaos stürzen. Ja. Dieser letzte Satz hat noch gewaltige Auswirkungen und Fortsetzung folgt ja tatsächlich. Ja. Wir haben's durch. Auf der einen Seite könnte ich vor Freude heulen, auf der anderen Seite könnte ich vor Trauer weinen. Einfach. Oh. Das Spiel könnte so viel länger sein. Ich weiß, ich hätte es auch noch rauszögern können mit den ganzen Kämpfen. Aber ich weiß nicht, ich halte mich seit Jahren schon nicht mehr mit den ganzen Kämpfen auf. In manchen Problemen, in manchen Momenten, ja, haue ich mir da selber quasi ins Bein. Wie zum Beispiel mit den Rapien, ja, sind halt einfacher, wenn man sie vorher tötet. Habe ich weniger Probleme mit, aber komm halt mit dem telekinetischen Projektil da nicht klar. Und mit jeder Störung sowieso nicht, also. Ich glaube, an der Playstation hätte ich, im Playstation-Controller hätte ich es tatsächlich noch ein bisschen anders gespielt, als ich es jetzt gemacht habe. Aber, ja. Ich musste mich auch eben so zurückhalten, dass ich die ganzen letzten Texte nicht mitrede. Ich neige da wirklich zu. Ja, wir haben auch alle Brüder gesehen, außer Turell. Turell, ja, war es anscheinend nicht wert, in dieses Spiel aufgenommen zu werden. Gut, sie haben leider, ich glaube, 3 Sachen haben sie rausgenommen. 4 Sachen, glaube ich sogar. Kann ich mir vorstellen. Der heißt Sefon.
Ja, Simon Tempelmann ist... Stimmt, im Englischen hat Kane die gleiche Stimme. Meine ich. Wie in Blood Omen. Im Englischen sind beide Stimmen, glaube ich, noch gleich. Im Englischen der gleiche Sprecher. Wenn ich mich noch dran entsinne. Ich will jetzt aber auch nichts behaupten. Ja, bei diesem Ende brauche ich einfach nicht sagen, wie sehr ich dieses Spiel liebe und was ich von diesem Spiel halte, weil ich glaube, ich habe das ganz bewiesen, wie sehr ich das Spiel liebe. Ich hoffe, dass es euch auch gefallen hat. Ich hoffe, dass ich euch jetzt mit dem zweiten Teil die Reihe ein bisschen näher bringen konnte. Und ja, der dritte Teil, also Soul Reaver 2, kommt. Ihr wisst noch nicht wann. Irgendwann im nächsten Jahr. Ja. Hiernach habe ich auch schon ein Projekt, was kommt. Wird jetzt kein überragendes Spiel, glaube ich. Also, macht mir Spaß und so. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Aber es wird jetzt halt nicht sowas wie das hier, sondern eher so ein Jump'n'Run. Und da sind wir jetzt auch direkt hier im Startbild schon wieder. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, euch hat das Let's Play gefallen. Lasst doch gern eure Kommentare, Likes weiter da, wenn ihr wollt. Ich würde mich freuen. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.